Ja, hallo Leute und herzlich willkommen, ne, zum heutigen Stream. Tut mir ein bisschen leid, dass mein Avatar heute ein bisschen stumpf wirkt. Mein übliches Programm hat heute offenbar Urlaub, es hat keinen Bock. Ich habe es gerade 10-mal versucht anzuschmeißen und jedes Mal kackt es ab. Deswegen nehme ich heute ein anderes Programm. Also, sorry, dass der jetzt einfach nur stumpf jetzt da steht und keine Emotionen zeigen kann, außer ich drücke eine Taste. Es tut mir leid. Ja, heute wieder ein paar Häuser einrichten. Ich habe schon mal alles gekauft, was hier irgendwie stand. Ich habe die Uniform ein bisschen angepasst. Jetzt nehmen wir den Hawaii-Look. Heißt, ich habe mir den Hula-Rock gegönnt. Ist mir scheißegal, was die Leute sagen. Ich arbeite jetzt im Hula-Stil. Tada! Damit wir uns wieder auf Hawaii fühlen. Oh, wir haben einen Schalter. Was ist denn das? Ach, der Amiibo-Scanner. Ey, wenn die Software jetzt auch abkackt, ne? Ich glaube, die kackt gerade ab. Es kann sein, dass ich heute dann ohne den VTube-Avatar machen muss. Weil das kackt hier gerade wirklich die ganze Zeit ab. Ihr seht, dass er stillsteht. Ich mach mal hier im OBS, dass es den nicht mehr überträgt. Ich weiß nicht, was das Programm heute hat. Ich könnte zur Not die neueste Version von dem anderen versuchen zu downloaden. Ich bin ja schon froh, dass ich zwei Programme habe. Ja, das reagiert nicht mehr. Ich lade mal einfach nebenbei jetzt von dem anderen die neueste Version runter. Und hoffe, dass ich einfach mittendrin anschalten kann. Ein Moment. So, der Download läuft jetzt im Hintergrund, dauert auch nur eine Minute. Währenddessen können wir hier so lange normal weitermachen. Ja, wir haben jetzt den Amiibo-Scanner. Ich hoffe, dass mein Programm gleich funktioniert. Ist ein bisschen schade, dass es so hart Probleme hat. Ja, ich habe nur einen Amiibo der Animal Crossing-Serie. Okay, ich habe einen Amiibo-Scanner. Ich habe einen Animal Crossing Amiibo, aber das ist wahrscheinlich kein richtiger, ne? Und zwar habe ich den Bewohner Amiibo. Zählt der? Ne, zählt nicht. Konnte man ja mal ausprobieren. Nee, ich habe keinen anderen Animal Crossing Amiibo. Beim besten Willen geht nicht. So, das Programm habe ich jetzt fertig runtergeladen. Ich pack das schon mal. Muss das nur kurz in einem anderen Ordner machen. Wo habe ich's jetzt hingepackt? Da. Hier hinpacken. So, ich habe schon ein paar gesehen. Dich würde ich auf jeden Fall gerne bevorzugen, sofern ich dich machen kann, Gerd. Ich weiß nicht mal, warum du hier bist. Oh. Nebenbei Harvest Insel habe ich fertig gemacht. So. Ich starte gerade schon mal die neueste Version. Vielleicht funktioniert es ja deswegen nicht. Er hält jetzt einen Vortrag über Pflanzen. Ja, wir müssen alle ganz viel über Blumen lernen. Ja, ich möchte sehr viel darüber lernen. Das Kreuzen von Blumen, das ist das Beste überhaupt. Okay. Ja, die Farben vermischen sich. Müsste da nicht Rose rauskommen? Ich kann übrigens das Bild nicht drehen. Okay, neueste Version runtergeladen.
Ich probiere mal, ob die jetzt funktioniert. Vom Prinzip her übernehmen sie die alten Einstellungen. Aber wenn das Instant abkackt, dann gebe ich da auch direkt die Hoffnung auf. Dann will meine Technik heute einfach nicht. Nee, dann nimmt auch gerade die Kamera aus irgendeinem Grund nicht mal mehr an. Ich glaube, wir müssen heute echt ohne den VTube-Avatar machen. Ist ein bisschen schade. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ach, jetzt geht die Kamera wieder an. Probieren wir es einfach. Wenn es wieder abkackt, dann lasse ich's. Einen Moment. Muss das neue Programm erstmal einspeisen. So. Wollen wir Wetten abschließen, wie lange das dauert, bis es abkackt? Ich schreibe meine Wette sogar in die Kommentare. So, meine Wette steht in Kommentaren drin. Ich habe auf 30 Minuten maximal getippt. Ja, so einen Garten wollte ich auch mal pflanzen. Habe ich in gewisser Weise an einer Stelle sogar. Was? Das geht. Man kann das mit dem Gemüse und dem Obst auch machen. Ja, jetzt ist das wieder eingefroren. Super. Technik. Also ich kann jetzt hier Kreuzungen verwenden in den Gärten. Das hat das als Vorteil. Warte mal, ich steck mal die Kamera ein und wieder aus. Vielleicht hilft das ja zumindest der Kamera zu funktionieren. Und währenddessen können wir ja hier kurz gucken. Über ausreichend Toiletten freuen sich alle. Dein Haus auf jeden Fall. Schminkkurse, das heißt komplett Diva-Haus. Der möchte Turnen. Brettspiele. Haben wir sonst noch irgendeinen hier? Ich weiß ja, so 4, 5 Häuser gehen an einem Abend. Der übernimmt halt gerade gar nichts, weil die Kamera schon wieder ausgefallen ist. Und er möchte in einer ebenen Umgebung wohnen wie eine Prinzessin. Nee, warte, dann bist du eine Sie, ne? Oh, Flaschenpost. Was ist denn drin? Leuchtmus overall. Ich weiß nicht, ob ihr den Stumpfen hier haben wollt. Also, es ist besser als nix, aber... Warte mal, ich gehe mal kurz in die Einstellung. Vielleicht kann ich ja da was ändern. Werden wir uns den Kundenwunsch vom nächsten anhören. Ich habe meine Wette übrigens jetzt schon gewonnen, ne? Du möchtest ein Haus mit Toilette. Da muss ich erstmal überlegen, wie bastel ich das. Ja, ich habe alles im Griff, keine Sorge. Kann auch sein, dass ich eine neue Cam kaufen muss. Okay, ich habe sie nochmal angeschmissen. Mal gucken, ob es jetzt läuft. Und du erzähl mal so lange von deinen Träumen. Stille Örtchen. Du willst auf jeden Fall ein Badezimmer. Okay. Muss ich gucken, wie ich das trenne? Das könnte eine Herausforderung werden. So, neue Einstellung, neues Glück. Und er nimmt es nicht mal sofort. So, jetzt hat er es übernommen. Also, du willst auf jeden Fall eine Toilettenecke. Ja, du bist ja nicht besonders wählerisch, ne? Kann ich eigentlich hier in so eine Ebene schicken, die nicht besonders viel aussagt. Dann wirst du auch nicht auf dem stillen Örtchen beobachtet.
Dann muss ich aber auf jeden Fall eine große Bude machen, damit ich auch ein wirklich komplettes Badezimmer einrichten kann und das auch noch trennen kann. Ich meine, mittlerweile kann ich Trennwände einfügen. Also es wurde im DLC-Trailer auch angekündigt, dass man das irgendwann kann. Und jetzt so zur Info, einfach generell für alle, sowohl YouTube als auch Twitch. Ich streame jetzt jeden Sonntag hier Animal Crossing, bis ich das DLC durch habe. So, keine Ahnung, wie ich genau das hier draus jetzt einrichten soll. Ja, bei dir ist eigentlich relativ egal, was ich mache, ne? Dann mache ich einfach, dass du hier draußen chillen kannst. Oh, ich habe jetzt den orangen Apfel. Ich habe sogar den Geldbaum. Habe ich jetzt vor kurzem bei mir auf der Insel gepflanzt. Und ich habe die ganzen Mischpflanzen, die ich schon freigeschaltet habe. Ich habe irgendwie Schwierigkeiten, die blauen Pflanzen zu machen. Komm, du kriegst ein paar Felsen. Ich hätte gern ein, zwei Palmen. So. Ich habe auch ein paar Fische bei mir drin in der Sammlung. Habe ich im Inventar. So, Einrichtung. Machen wir ihm noch eine Liege. Einen Tisch und dann irgendeinen Drink drauf. So, kriegst du einen coolen Beistelltisch. Ich suche gerade die Sonnenliege und zwar die Deluxe-Version. Und das Objekt der Begierde, dass er Getränk noch dazu hat, das kommt gleich. Erstmal will ich hier einrichten. So, der Tisch kommt direkt daneben. Jetzt platziere ich die Steinchen einfach. Einen die Ecke. Dahin. Und einen würde ich eigentlich sogar gerne ins Wasser stellen. So, jetzt könnte man noch gucken, dass ich so einen Zaun bastel. Genau, ich ziehe einfach noch einen Seilzaun hier am Strand entlang. Muss ich aber das hier eben kurz ein bisschen wegschieben. Dann sieht das wenigstens nicht ganz so langweilig aus. Mit einer kleinen Lücke. So. So habe ich wenigstens etwas hier draußen eingerichtet. Ach ja, da sollte noch was auf den Tisch. Kann ich aber auch manuell eben machen. Ohne jetzt hier groß rauszutappen. Aus dem Leben. Ah, was für ein Smoothie geben wir denn? Wir geben dir eine Erdbeerlimo. So, draußen ist fertig. Ach nee, ich muss das Haus nochmal selber einrichten. Dafür muss ich gleich nochmal raus. Aber wenigstens funktioniert das Programm jetzt einigermaßen. Ah, Trennwände. So. Ja, wir wollen ja verschiedene Räume machen. Weil du willst ja ein stilles Örtchen haben. So, der Hula-Dude, der macht das schon. Ja, das hätte ich mir früher erklären können, ja. So, jetzt habe ich Raumzeiler. Damit kann ich ein Klo einrichten. Kann ich dann auch verschiedene Tapeten bzw. Teppiche verlegen? So, warte. Ich putze schon mal. Und dann fangen wir mal an mit dem Schnösel. Erstmal, du kriegst eine große Bude, weil ich muss ja auch ein Badezimmer einrichten. Fenster, ja bitte. So.
Wo hätte ich denn diese Raumteile? Unter Sonstiges. Okay. Ich nehme erstmal die Raumteile weg, weil ich hier erstmal noch entscheiden will, wo mache ich das hin? Ich will ja einen kompletten Raum nur für Toilette machen. Ich nehme mal hier die Seite und trenne das genau vom Fenster. So. Ich packe erstmal alles hier rüber und mache hier dann schon mal den Raumteiler hin. Einmal drehen und an die Wand ziehen. Wie dick der Raum insgesamt wird, ich würde mal sagen, das soll ja nur ein Klo werden, deswegen würde ich das jetzt nicht ganz so dick machen. So, und wie gesagt, genau vom Fenster will ich das trennen. Okay. Ich überdecke das Fenster so ein bisschen, das sieht scheußlich aus. Die Wand muss ich weglassen. Ich könnte auch so versuchen, so einen Gang zu machen. Dann kann man nicht direkt reinschauen. Schade, dass ich die nicht so zusammenfügen kann. Ich würde die gern zusammenfügen. Ist ein bisschen schade. Ich denke mal, dass dann nicht verschiedene Teppiche bzw. Tapeten gehen. Okay. Unter Sonstiges habe ich sonst nichts, ne? Die besonderen Objekte sind ja auf jeden Fall schon da. Muss ich die Raumteile eigentlich auch putzen? Ja, muss ich. Gut, dass ich das vorher gecheckt habe. Oder beziehungsweise geprüft habe. So, dann können wir wieder an die Arbeit gehen. Machen wir erstmal das Bad fertig. Da kommt nicht so viel an Einrichtung rein. Jetzt bräuchte ich hier eine Dusche oder eine Badewanne, weil das soll ja ein komplettes Badezimmer werden. Ja, so ein kleiner Spiegel, den ich irgendwo draufstellen kann, wäre gut. Ach, den Pavillon könnte ich auch noch draußen hinstellen. Ja, der wäre kein Edel-WC. Hat der eine Katze? Also das brauche ich auf jeden Fall. Ich hätte eine Badewanne oder eine Luxus-Badewanne. Ich hätte auch eine Duschkabine. Ich gebe ihm mal beides. Ich muss das dann anpassen. So, ich ziehe das jetzt erstmal hier hin, damit ich es einmal kurz putzen kann. Und danach passen wir den Raum von der Größe her an. Dass auch alles reinpasst. Hier in der Ecke mache ich dann, glaube ich, die Küche. Mache ich dann auch eine Trennwand hin. Ich schätze mal aber, dass ich das hier um einen weitermachen muss. Deswegen einmal so und so. So, das Klo steht ja schon da hinten an der Wand. Das machen wir einfach mal direkt daneben. Kann er sich halt aussuchen, was von beiden er nutzen will. So, ist mein neuestes Objekt eigentlich, weil ich gekauft habe, übernommen worden. Ich habe mir so einen Flechtpapierkorb geholt. Oh, ein Seifenspender. Der kommt auch da rein. Ach, wenn ich doch nur die Ente da reinlegen könnte in die Wanne. Mal gucken. Nee, ich kann den Flechtpapierkorb nicht da reinschmeißen. Aber was da reinkommt... Nee, nicht der Luftverfälscher, sondern der Duftspender. Weil ich glaube, man will nicht in so einem Stinkeklo sitzen. Ich gucke sicherheitshalber nochmal, ob ich ihn vielleicht nicht einfach übersehen habe. Nee, scheinbar leider nicht.
Aber ich müsste doch eigentlich generell Papierkörbe haben, oder nicht? Ich habe einen Holzabfalleimer. Na gut, der tut's auch. So, erstmal hier vorne hinholen. Euch kann ich ja schon reintun. Du kommst da in die Ecke hin. Ach, kann ich gerade nicht, weil der Duftspender bzw. der Seifenspender genauso unten da steht, dass ich nicht dran kam. So, so rum. Ich kann den eh nicht da hinstellen, weil der Seifenspender immer noch Kacke schlägt. So, da kommt die Wanne hin. So, jetzt brauche ich noch einen Tisch, wo ich das draufstellen kann. Einen, der auch dahin passt. Irgendwie. Ja, warum nicht? So, kann ich dir irgendeine Farbe geben, die dazu passen würde? Ja, Silber würde irgendwo noch da reinpassen. Ich wiederhole es bei jedem Stream, der hierzu stattfindet. Gebt mir gern eure Meinung, sowohl bei YouTube als auch auf Twitch. Ob ihr jetzt mit dem Komfort geht, was ich hier mache, oder ob ihr sagt, ey, was baut der denn da für eine Scheiße? Das dürft ihr mir gerne schreiben. Nur werdet nicht ausfallend dabei. Weil solche Kommentare lösche ich dann immer sofort. Ich werde jetzt ab sofort wahrscheinlich auch länger für die Wohnung brauchen. So, die drei Sachen sind schon mal gewaschen, beziehungsweise geputzt. Ach stimmt, das Ding hatte ich ja von Anfang an. Okay. Der Papierkorb, dem hätte ich eigentlich gern direkt daneben. Warte mal, wenn ich das nochmal um so drehe, das passt genau an die Wand, dann kann ich das nochmal so schieben, dann passt der Seifenspender tatsächlich für beides. Ein Papierkorb, falls man halt die Zahnpasta jetzt mal wegschmeißen muss. So, da drauf damit. Und der kommt halt einfach generell in den Raum. Der muss jetzt nicht auf irgendeinen Tisch. Ich würde sagen, das Bad ist damit schon mal fertig. Jetzt suche ich mir die Tapete aus. Ich kann halt leider dann nicht speziell aussuchen. Ich könnte allerdings versuchen, einen speziellen Teppich da reinzuschmeißen. Ah, diese Wand, die übernimmt auch die Tapete. Okay. Interessant zu wissen. Das ist übrigens, ich hab's noch vergessen. Ich muss noch die Wand da, die ich jetzt neu dazu gepackt habe, auch noch waschen. Beziehungsweise putzen. Ja, einen Steinboden finde ich jetzt nicht so schön. Nee, Teppich im Bad, wenn man da rauskommt. Irgendwas, das gut aussieht, passt und trotzdem nicht in den Augen wehtut. Ja, so ein Holzboden, ne? Passt ja auch nicht rein. Ja, Parkett ist das Einzige zusammen mit dem Steinboden, was ginge. Oder ich nehme wirklich Mosaik. Ist halt ein bisschen schwer. So, nochmal hier gucken. Kann ich auch was Besseres hierfür nehmen? Ich kann ja auch was nehmen, was irgendwie zu seinem Style passt. Ja, genau, ich mache alles Mosaik. Ja, habe ich nicht 20 Hate-Kommentare dann auf YouTube. Also bisher fand man ja die Einrichtung eigentlich gut, soweit ich das gesehen hatte. So, das muss ich noch sauber machen. Wenn ich halt wenigstens die Größe einstellen könnte, ne? Dann würde ich halt machen, dass das gerade so die Hälfte von dem Teiler hier ist. Okay. Wir machen dasselbe Prinzip hier. Ich stelle schon mal auf. Ach nee, ich habe das ja kopiert. Das heißt, ich muss es gar nicht sauber wischen. Okay. Ich will noch ihm eine Küche geben und natürlich ein Schlafzimmer.
würde sagen, das hier wird Schlafzimmer und das hier hinten, je nachdem, wie viel ich brauche, Küche. Wir fangen jetzt erstmal mit der Küche an, weil ich dann besser mich darauf einstellen kann, wie viel ich da jetzt brauche. So, für die Küche. Da brauchen wir erstmal hier eine Kochecke. Ich such's gerade. Ach, ein Spiegel. Habe ich auch einen Spiegel unter dem Kleinzeug? Der gehört eigentlich auch ins Bad. Hätte ich vielleicht an Wanddeko auch einen Spiegel zur Verfügung? Halt so ein Wandspiegel wäre schön. Nee, leider nicht. Ich könnte allerhöchstens noch einen weiteren Tisch dahinstellen, dass ich den kurz kopiere, das kurz wegnehme, das da drauf stelle und dann jetzt mir noch einen kleinen Spiegel raussuche, den ich gleich putze, wenn ich mit der Küche fertig bin. Ich muss gleich so oder so einmal putzen. Du kriegst einen Tischspiegel, aber den passe ich eben kurz noch an. Du siehst mir richtig schnöselig aus, also kriegst du ein Gold. So, weißer Marmor. Eine schwarze Dusche. Ja, genau, Porzellanfarben. Hier hast du eine richtige Edeltoilette. So. Ein grüner Duftspender. Kriegst das im Bund, damit das nicht so fad aussieht. Ja, genau, du kriegst Keramik. Und Kirschholz. So, wie gesagt, den putze ich gleich. Könntest du mal bitte beiseite gehen? Danke. Okay. Jetzt geht's halt an die Küchenobjekte. Und diesmal wirklich. Nein, keine Werkbank. Eine Kompaktküche nicht. Er ist edel, also Gastroküche. Ich habe bisher noch nie eine Stehlampe reingepackt. Jetzt brauchen wir noch einen Kühlschrank. Ich könnte auch eine Kühltruhe mal reinpacken zur Abwechslung. Guck mal. Wenn der nicht so versessen wäre auf diesen einen Waschtisch, dann könnte ich Ihnen auch einen Waschtisch geben, der einen Spiegel inne hat. So, was wollte ich jetzt als nächstes hinzufügen? Da kommt natürlich auch ein Abfalleimer hin. Warte mal, das machen wir schlauer. Da muss ich nicht extra putzen. So, das kommt an die Wand, damit ich leicht rankomme. Weil wenn ich es kopiere, dann wird es geputzt sein, direkt übernommen. Der Zementmischer war übrigens eine der Sachen, die ich heute kaufen konnte, mit den Pokis. Wir haben doch noch mehr Küchenzeug. Oder mache ich das wirklich fast immer nur mit dem Wandzeug? Da sollte eigentlich auch ein Waschtisch hin, wenn man mich fragt. Der freut sich. Warte mal, wir können es schlauer machen. Muss ich nicht extra waschen? Ja, ich muss die Wand um einen verschieben. Sonst passt das hier hinten nicht. So. Ich glaube, das ist wirklich fast immer nur Wandzeug, was ich da drin habe. Also kann ich die Küche eigentlich ein Stück kleiner machen? Weil ansonsten kommt da nicht viel rein. Ja, dann gucke ich mal, dass ich die ein bisschen kleiner mache. Würde das auch alles da hinten an die Wand passen? Oder zumindest die Hälfte?
Ach, guck mal, den das Waschteil brauche ich nicht mal. Da ist schon was in der Hinsicht dran. Okay, ich will auf jeden Fall, dass der Kühlschrank da mit dran ist. Ist das so richtig rum? Nee, ich glaube, so rum ist das richtig rum. Ich muss das noch einen weiterschieben. So, jetzt passt's. Wenn ich das alles noch einen weiter nach rechts verschiebe hier, dann könnte das passen. Aber dann wird's schwer mit dem Durchgang hier, deswegen geht es nicht. Ach, dann kommt das halt wirklich hier vor die Kühltruhe. Und die Küche wird halt mega klein. Warte, einen breiter. Okay. Ich könnte ja gucken, was könnte ich zumindest sonst noch so reinpacken. Na komm, ich pack noch so einen Tisch rein, dann kriege ich ja noch ein paar Zusatzobjekte. Du kriegst dieses Lowboard. Natürlich wieder hier in Kirschholz, falls sie es haben. Die haben wir nicht. Also kriegst du weiß. Bitte ohne Stoff. Danke sehr. So, ist egal wie rum. Jetzt brauche ich noch ein paar Küchenobjekte. Ja, genau. Ein Mixer hätte ich gern. Und was haben wir sonst noch so? Ich würde da gerne noch was hinpacken. Nee, kein Wasserkühler. Teekessel macht einfach keinen Sinn. Ich würde gerne Mikrowelle da hinpacken. Ey, komm, ich muss doch eine Mikrowelle haben. Ich habe bei mir in der Wohnung sogar eine stehen. Ich habe hier noch keine Mikrowelle. Okay, dann kommt ein Telefon dahin. Kann er halt in der Küche auch noch telefonieren. So, jetzt muss ich erstmal putzen. So, dich putze ich gleich mit. Die Küchenecke ist halt klein. Warum mache ich den wieder dreckig? Ach, den habe ich schon geputzt. Den Kühlschrank muss ich nochmal drehen. So, zuallererst, du kommst jetzt dahin, wo du hingehörst. Und dasselbe gilt für euch. So, den Kühlschrank so drehen, dass er in der Richtung steht. Ich mache den jetzt noch um einen breiter den Raum, weil das sonst hässlich aussieht. Wenigstens, dass es ein bisschen gut aussieht. Mit diesen Trennwänden arbeiten, finde ich, macht das ganze Bild kaputt. Aber der Kunde ist König. So, der Raum wäre auch fertig. Ich versuche es jetzt mal mit Teppichen so ein bisschen zu richten, was in den Räumen wäre. Quadratfliesen. Wie sehen die aus? Nein, danke. Ich könnte so einen Schneeflockenteppich oder einen Rosenteppich da reinlegen. Wie groß sind denn die? Da muss ich ja das ganze Ding zukleistern. Ach, zumindest hier vors Klo. Und das Ding kommt wieder weg. Okay. Dann gucke ich mal, kann ich das hier ein bisschen aufwerten, dass der Raum halt ein bisschen anders aussieht. Nein, ich wollte das Ding behalten. Ich wollte es kopieren. Ich habe das Falsche etwas gegriffen. So, jetzt hat alles wieder seine Richtigkeit. Das Falsche etwas mal wieder. Ah, okay. Weiter geht nicht. Warte mal, doch geht.
Einfach alles nach hier verschieben. Dann müsste das eigentlich passen. Ja, passt. So habe ich zumindest der Küche einen neuen Anstrich verpasst. Vielleicht kriege ich das auch hier noch hin. Ich muss 2x2 Fliesen dafür nutzen. Dann kann ich den Boden auch komplett anders machen. Habe ich irgendeinen Steinteppich? Grauziegelteppich hätte ich. Ein Argylteppich. Wie sieht der denn aus? Warte mal, dann nehme ich den Teppich erstmal kurz wieder weg. Fand ich jetzt nicht so schön. Wir nehmen den Ziegelteppich. Ist jetzt zwar auch nicht so ansehnlich. Ich muss das wieder ein nach hier verschieben. Dann passt das auch. So. Und jetzt kann ich den Teppich generell, also den Boden, anders anpassen, wie ich lustig bin, weil da habe ich jetzt ja Teppiche verlegt, um das ein bisschen auszugleichen. So, dann kriegst du ansonsten einen Lobbyboden. Dann passe ich die Tapete aber auch nochmal ein bisschen anders an. Dann kriegst du die Abstrakt-Tapete. Ja. Sieht doch so ganz gut aus. Ich könnte da noch einen kleinen Tisch reinpacken, dann könnte ich dann noch was hinsetzen. Dann nehme ich aber den Holztisch. Tue ich doch nicht, weil ich dachte, er wäre kleiner. Mann! Dann halt den Tabletttisch. Ich muss das mal kurz herunternehmen. Ich habe nämlich erst jetzt dran gedacht, dass ich das Ding schon da stehen habe. Dann kann ich noch etwas dahin packen, was in die Küche gehört. Was nehmen wir denn? Ja komm, dann steht der Teekessel da bereit. Dann kann er ihn sich da draufstellen. Warte mal, kann ich den da nicht selber draufpacken? Ich kann den selber draufpacken, ich Esel. Gut, was stelle ich da jetzt sonst noch hin? Ich wollte ja noch was hinstellen. Warte mal. Wo hatten wir das? Ich suche gerade was ganz Bestimmtes. Räucherstäbchen. Okay, ich putze da jetzt eben kurz alles fertig in dem Raum. So, einmal kurz drehen, damit ich das Ding auch sehe. Fertig. Küche und Wohnzimmer. Ach, Küche und Badezimmer sind fertig. Es ist so anstrengend, wenn man so viele verschiedene Räume einrichten muss. So. Hier kommt nicht das Bett hin. Ich mache da sogar tatsächlich noch eine Trennwand hin. Damit man nicht so sehr da reingucken kann. Dann tue ich hier nämlich gleich die Glotze hin. So, jetzt geht's an Wohnzimmer. Du wirst keine Couch haben. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Dafür ist nicht mehr genügend Platz. Obwohl, ich könnte ein Sofa in der Ecke einrichten. Ich kann das hinterher kopieren, wenn ich es geputzt habe. So. Einen Holznachttisch wirst du noch bekommen. Ich suche gerade ein gutes Bett. Nein, kein Fantasiebett. Dann schlage ich mich selber, wenn ich das Ding sehe. Ja, kriegst ein Coolbett. Kann ich sogar jetzt schon einrichten. So. Nein, der kriegt einen guten Schrank. Oh, ich habe nicht viele zur Verfügung. Okay. Du kriegst einen Kackschrank. Aber auch nur, weil ich keinen besseren zur Verfügung habe, kriegst du wenigstens Kirschholz.
Nein. Den Pavillon wollte ich gleich noch draußen aufstellen. Ich nehme noch eine Stehlampe. Ich überlege gerade nur welche. Nee, noch besser. Ich nehme die Lavalampe. Oh, Smaragd. Richtig edel. Den Staubsauger, den packe ich hinterher noch in die Küche. So, überlegen. Ich packe jetzt nicht in jedes Zimmer einen Papierkorb. Ich wollte noch einen Fernseher reinstellen, ne? Und danach muss ich gucken, was ich mache. Wo habe ich denn nochmal die Glotzen? Irgendwo hatte ich doch eine Glotze. Dann muss ich halt unter alles gucken. Weil manchmal wird es unter Einrichtung nicht wirklich angezeigt. Nein, warte mal, wir machen das nochmal eine Ecke schlauer. 50 Zoll Fernseher. Kann ich den nicht an diese Zwischenwände hängen? Das ist ja schade. Dann müsste ich das genau andersrum machen, dass ich... Nee, dann könnte man nicht so vom Sofa aus da drauf gucken. Nee, dann muss ich unter Kleinkram gucken, ob ich einen habe. Und zwar einen, der gut ist. Nicht den 20, sondern den 50 Zoll Fernseher nehmen wir. Stellen wir sofort auf. In Silber. Kriegst noch ein Tablet. Nee, ein Notebook. Passe ich gleich an. So, ich glaube, ich habe jetzt schon mal alles. Ich könnte noch eine Nintendo Switch da hinlegen. Aber sehe ich gerade keinen Sinn drin. Warte mal, ich nehme den einen Tisch gleich wieder weg und packe den großen Tisch hin. Dann kann ich ihm das Telefon noch geben. Und zwar nicht das Telefon, sondern das, was schon geputzt ist. So, den nehme ich dir jetzt wieder weg. Ich habe den doch gerade erst bekommen. Warum nimmt er mir den Tisch weg? Oh, du kriegst einen Antikschreibtisch. So, und jetzt muss ich erstmal putzen. Ich packe das ein bisschen auseinander, damit ich auch wirklich an alles drankomme. Danach muss ich ja nichts mehr putzen. So, das noch, das noch und das noch. So, dann wäre das nämlich schon mal vom Tisch. Dann mache ich jetzt erstmal die Sofaecke. Einmal so. Und einmal so. Dann kann er vom Sofa aus Fernsehen gucken. Wenn nötig sogar mit Freunden. So, da kommt ein Telefon hin. Und hier kommt ein Notebook hin. Passt das Bett da hinten noch ins Eck? Ja, es passt noch. Super. Ich brauche den Tisch ein zweites Mal. Weil sonst habe ich nichts, wo ich den Fernseher draufstellen kann. Das Notebook und das Telefon lasse ich die Position tauschen. Dann kann ich die Lampe einfach direkt davor stellen und den lege ich so. Dann kann er von der Couch auch, falls er was machen muss, am Laptop arbeiten. So, da kommt jetzt der Fernseher drauf. Der Staubsauger, habe ich ja schon gesagt, der kommt in die Küche. Der kommt hier ganz hinten in die Ecke, falls er da reinpasst. Ich hätte gern, dass er an alles rankommt, ne? Ich könnte auch so machen, muss dann aber testen, ob er hier noch durchkommt. So, die Kommode. So rum. Ich könnte noch einen großen Tisch da reinstellen und einfach Snacks da drauf packen. Haben wir einen coolen Tisch?
Ich könnte nur den Festlichkeitstisch nehmen und gucken, ob ich den in einen coolen Style verpassen kann. Grün mit... Oh, Weinrot. Das sieht auf jeden Fall edel aus. So, der kommt ungefähr so vor die Couch, dass man trotzdem noch an alles drankommt. Und da kommen jetzt ein paar Snacks hin, die ich natürlich vorher nochmal gründlich poliere. Snacks. Eine Limo. Buchstäblich Snacks. Popcorn-Snack. Und... Nee, der ist edel. Der kriegt jetzt nicht da Bierflaschen hingesammelt. Ich hätte gern noch irgendwas zum Knabbern da. Na komm, dann kriegt er zwei verschiedene Getränke. So, die muss ich nochmal runterfischen. Einmal putzen. Ich komme da noch dran vorbei. Das ist absolut kein Problem. Man kommt ja gerade nur deswegen so beschissen hier überall durch, weil ich hier das Zeug da im Weg liegen habe. So, jetzt will ich eben kurz testen, kommt man da hinten durch. Ohne sich so zu quetschen. Nein. Dann hast du keinen Staubsauger. Musst du dir einkaufen gehen. Okay, mit dem Boden bin ich zufrieden. Jetzt kommt die Wand dran. Fangen wir mit der Küche an. Ich werde drei Schalter brauchen. Und in jeden Raum kommt einer. Schön, dass du beobachtest, wo ich was hinsemmel. So nach dem Motto, für jeden Raum eine Lampe. So, hier muss definitiv die Uhr hin. Ich stelle mir die aber so hin, dass man die auch vom Hauptgang sehen kann. So, ich muss ein Gewürzregal natürlich machen. Zwei von den Hängeschränken hätte ich gern. Ich habe Wandleuchten jetzt. Handtuchhalter für die Dusche. Eine Klimaanlage. Und zwei Heizungen. Und natürlich noch ein Poster von ihm. So, damit haben wir erstmal alles. Ich nehme jetzt erstmal die Sachen, die nicht in dieses Zimmer kommen. So, das kann erstmal kurz beiseite. Von dem brauche ich eigentlich nur eine. Tatsächlich. Der Handtuchhalter kommt eh hier vorne hin. Ich hänge ihn genau vor die Dusche. Die Klimaanlage, die kommt hier hinten hin. So, jetzt kann ich das hier besser einrichten. Ich wusste doch, ich habe hier irgendwo was in der Wand hängen. Was man nicht sieht. So, beim Bett hätte ich gerne eine Heizung. Und im Bad hätte ich gerne eine. So, das dahin. Direkt hier. So, du hast zwei Klimaanlagen da hängen.
Mir kommt gerade noch in den Sinn, ich habe die Uhr hier fast vergessen. Okay. Die Wand sieht zwar ein bisschen leer aus, aber es gäbe jetzt nichts, was ich hier großartig halt reinpacken könnte. Ich will jetzt auch nicht komplett einfach nur, um hier die Wände voll zu haben, irgendwie zuklatschen. Soll ja auch gut aussehen. So, jetzt kommt die Decke dran. Und das kann jetzt einen kurzen Moment dauern. Auf jeden Fall 3 Lampen. Und ein Deckenventilator, das Teil, ein Hängeregal. Du kriegst Buntglas. Stimmt, ich muss die Wanddinger noch anpassen. Kriegst die mit Vögeln. So, eins hierhin. Eins dahin. Der Ventilator kommt genau über den Tisch gleich. Das gehört auch in die Küche. Den einfach mitten im Raum. So, habe ich noch mehr? Ja, den Deckenabzug. Der kommt halt auch hier rein. Ja, hier in den Raum kommt nicht so viel. Das Teil muss ich anpassen. Dann kommt das nämlich an die andere Wand hier. Muss aber erst den da kurz wegschieben. Und zwar ein bisschen mittiger. So. Die Abzugshaube hätte ich gern genau da drüber. Perfekt. Ich könnte natürlich auch gucken, ob ich hier was Besseres hinpacken könnte, was Küche angeht. Aber er hat eigentlich schon eine recht gute Küche. Ich nehme einfach mal den Teekocher da jetzt mal wieder weg. Irgendwie passt er nicht so ins Bild. Oder ich nehme das Räucherstäbchen weg und packe den stattdessen dahin. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So, ich habe jetzt, glaube ich, alles fertig, ne? Ich könnte allerdings hier noch irgendwas draufpacken. Ja, ein Drahtlos-Lautsprecher könnte da oben drauf. Muss ich aber vorher noch putzen. Hat sogar direkt die passende Musik für ihn. Die Wanddinger und die Deckendinger kann man eh nicht hier putzen. Ja, ich würde sagen, die Wohnung ist fertig. Ich hoffe, sie gefällt ihm. Jetzt will ich draußen nochmal anpassen. Weil da war ich nicht ganz fertig. Beziehungsweise bin ich nicht zufrieden mit. Weil ich habe jetzt gerade eben drinnen erst gesehen, dass ich ein Pavillon habe. Nehme ich doch lieben gern statt den Teil. Ja, kann man da nicht runterpacken. Aber was ich machen kann, Steinchen weg. Zäune weg. Zumindest hier vorne. Und dann stattdessen hier gleich einen hinmachen. Mann, verzieh dich da. So, das Haus passen wir mal kurz an. Es muss richtig edel aussehen. Ja. Ein Reetdach. Kann man drüber reden. Eine Langfenstertür und ein Gusseisentürschild. Jetzt versuche ich nur hier draußen alles gut einzurichten. Ach, geht das nicht wegen dem Zaun hier? Dem Pavillon?
Geh da weg. Warte mal, wenn ich hier den Zaun wegnehme. Keine Sorge, ich ersetze den Zaun jetzt gleich sofort. Dann könnte ich das Pavillon so hinstellen, dass es halt genau der Eingang zu der Insel ist. So. Dann gibt es hier so einen kleinen Eingang zum Strand. Ich kann die Palme nochmal neu setzen. So. Ach, jetzt geht sie nicht mehr dort. Doch, hier geht sie. Direkt hinter der Liege. Jetzt bin ich wenigstens auch mit draußen zufrieden. Funktioniert das mit dem Pavillon so, wie ich... Ja. Ich hatte die Frage nicht mal zu Ende gesprochen. Da hat sich schon beantwortet. Wir sind fertig. Ich glaube, ich sollte aber vorher nochmal mit dem reingehen. Ich stream maximal bis 22 Uhr, ne? Also können auch weniger Häuser heute werden. Wenn ich mehr einrichten muss, brauche ich halt auch länger, ne? Ja, ich mache mir Gedanken über das, was ich baue. Ich will halt was richtig Schönes einrichten. Könnt ihr die Schrift bitte weg? So, hab mein Bild. Das ist das beste Bild, was ich machen kann. Ich habe das Gefühl, ich höre doppelt. Der Fernseher war noch ein bisschen laut. Ich höre normalerweise über OBS mit. Okay, die Wohnung scheint ihm zu gefallen. Wir gehen. Ich will mindestens 3 Ferienhäuser eigentlich schaffen. Mindestens 3. Oder 2 und eine besondere Bude. Hier auf der Insel halt. Ja, ich kriege ja jetzt 9000 Poki. Das macht mich glücklich. Ja. Ja, ich hol's heraus. Was hast du mir geschickt? Ah, jetzt kann ich die Raumteile selber basteln. Aber bei mir zu Hause verwende ich sie gar nicht. Ich verwende sie bei mir halt wirklich nicht. Ich arbeite noch ein bisschen weiter. Nächstes Haus. Let's go! Ich sehe übrigens gerade, diese Ranken, die wachsen hier nach. Das heißt, ich kann sie hier farmen. Der will immer noch was mit Turnen. Ein Garten zur Erholung. Du bist neu hier. Brettspiele. Die möchte Schminkkurse geben. Bei der wäre wahrscheinlich das draußen wichtig. Nehmen wir mal die Brettspiele. Wenn ich mir jetzt auch noch anfangen muss, draußen Sorgen zu machen, was passe ich dahin, ne? Dann wäre ich wahnsinnig. So, was wir jetzt denn haben? Ja, ein paar Brettspiele. So, was haben wir denn für eine Insel, die bei ihm passen würde? Die Inseln werden halt langsam voll.
Bei dir ist ja eher drin wichtig, ne? Da würde ich dir die Insel geben. Dann gucken wir mal, wie wir diese Insel einrichten. Ach, ich freue mich jetzt schon. Ach, wir kommen ja noch nicht mal vom Steg aus. Du fährst mit einem Boot dahin. Hier ist ein Steg. Nutz ihn doch. Bono. Du machst mich wahnsinnig. Welche Jahreszeit wäre denn gut? Sommer. Okay, dann passt die Insel ja schon mal. Den kann ich vom Prinzip her auch hier draußen verwenden. Und dann gleich einfach ein paar Stühle dazustellen. Dass die halt auch draußen spielen können. Warte mal, wir halten sogar noch einen besseren Tisch dafür zur Verfügung. Einen Moment. Habe ich gerade eben schon sehr oft gesehen, dass ich den habe. Ein Gartentisch. Oh, ist nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, dass er frei ist. Okay, hab nichts gesagt. Da kommen jetzt gleich einfach ein paar Spielchen drauf. So, in Limettengrün. Draußen werde ich wahrscheinlich so gut wie gar nichts tun. Da kommen jetzt halt nur die Spielchen hin. Falls ich überhaupt viele zur Verfügung habe. Erstmal gucken. Nee, bisher sehe ich keine Spiele. Habe ich halt echt nichts? Ein Spielkartenset, ein Brettspiel, ein Schachbrett. Und habe ich noch so einen kleinen Ventilator, der würde eigentlich auch da gut hinpassen. Ach, jetzt habe ich die scheiß Mikrowelle, die ich gerade eben haben wollte. Ja, danke, Spiel. Hab dich auch lieb, Spiel. Das Spiel konnte mir nicht besser sagen, bieb dich. Ja, komm, dann kommt da noch ein Drink hin. Könnt ihr euch dann drum kloppen, welches Spiel ihr spielen wollt? Ich hab nur die drei. Der drinnen Tisch, der wird auch nicht viel anders aussehen. Jetzt kommen da einfach nur noch ein paar Stühle hin. Ja, wir nehmen den Klappstuhl. Sonst können die sich anders, glaube ich, nicht draufsetzen, ohne dass es gemütlich aussieht. Warum spawnt er den immer nach unten? Einen nach unten muss ich generell. In welche Richtung portest du den? Jetzt portest du die nach oben. Hauptsache so, dass es mir nicht gefällt, ne? So musst du porten. So, kloppt euch drum, wer was spielt. Draußen bin ich fertig. Doch nicht. Haus. Diesmal mache ich nicht so eine Riesenbude. Das soll nur ein kleines Spielzimmer sein, also dass er zocken kann. Heißt eine kleine Küche. Der hat halt kein Bad. Warte mal, damit er überhaupt irgendwo hinmachen kann, kriegt er ein Klo aus von mir. Das muss ausreichen. Da kriegst du eine Toilettenkabine. Ist zwar ein bisschen unangenehm für die Nacht. Aber jetzt hast du eine Toilette. Ja, die Form vom Haus kann so bleiben, wie sie ist. Kriegst ein Ziegeldach. Ziegelfassade. Ich weiß, dass unten eine gute Tür ist.
Japan-Tür müsste ich eigentlich nehmen, wenn ich hier dieses komplett japanische Gebäude nehme. Lädt doch zum Spiel, nein. So, wie gesagt, da kriege ich jetzt nicht die Extremsriesenbude. So, schon mal zum Putzen bereit. Wenn ich die Geschenke putze, ist das drin auch direkt geputzt oder muss ich das nochmal extra putzen? Das muss ich nochmal extra putzen, okay. Wie groß ist denn das Zimmer momentan? 6. Wir nehmen 8. Da muss ich mich wenigstens nicht ganz schämen. Okay, so bin ich zufrieden. Ja, wir machen das mit der Spielecke ungefähr so wie mit der Fernsehecke gerade eben. Erstmal das einrichten, was wir auch gerade brauchen. Ich weiß ja, dass die Spiele ganz unten sind. Hier kriege ich ein Puzzle-Set von mir. Ein Schachbrett. Das Brettspiel liegt da schon. Und ein Spielkartenset. So, der Tisch ist sogar schon geputzt. Das heißt, da kann ich die Sachen draufstellen. Das hänge ich hier schon mal an die Wand und kopiere das gleich. Warte mal. Eins von den Teilen, ich nehme das Schachbrett, tue ich weg. Und dann kommt das stattdessen drauf. So, als nächstes Bett. Da ist schon mal der Fernseher. Stimmt ja, warum suche ich eigentlich unter Kleinzeug das Teil? Die Mikrowelle schon mal draußen und der Mixer. So, jetzt unter Einrichtung. Kann ich eigentlich auch hier so Holzstühle reinpacken? Kirschholz. Kopiere ich, nachdem ich ihn geputzt habe. Die Sofaecke hatte er schon. Ich überlege gerade, welchen Tisch. Die Küche trenne ich noch mit einer Trennwand ab. Ich habe ja gar keinen tollen Tisch zur Verfügung. Okay. Küche. Wo habe ich das Küchenzeug? Ich habe jetzt einen Eisenschrank. Und ein Miniregal. Okay. Ich könnte Ihnen auch noch so ein kleines Klo einrichten. Aber wenn ich jetzt anfange, Toilette und Bad immer separat noch einzurichten, dann brauche ich für jedes Haus mindestens eine halbe Stunde. Wo war das? Da. Okay. Du kriegst einen Staubsauger. Du kriegst einen guten Staubsauger. Den anderen nehme ich gleich noch weg. Du kriegst die Kochnische. Ich könnte mit einer Zwischenwand arbeiten. Kann man die gut an die Wand stellen? Ich würde sagen, ja. Geht halt nicht bis oben hin, ne? Aber ist in Ordnung. So, jetzt stelle ich alles mal kurz so hin, dass ich auch dran komme zum Putzen. Den Drecksstaubsauger wollte ich wegnehmen. Den kann ich hier drauf packen vom Prinzip und den stelle ich mal kurz hier hin. So, jetzt kann ich alles einmal kurz abputzen.
einmal kurz alles putzen. Es dauert ja auch nur ein paar Sekunden. So. Die Zwischenwand stelle ich mir an die Seite, falls ich sie brauche. So, jetzt richte ich mal als nächstes die Küche ein. So, das und das kommt da hinten hin. Ach, ich habe letztes Mal gar nicht geprüft, ob der in der richtigen Richtung steht. Der Mist. So, dass man noch drankommt. Ach komm, ich lasse die Trennwand diesmal. Obwohl, ich könnte halt wirklich so ein kleines Bad einrichten. Dass er zumindest auf Toilette kann. Aber ich lasse es. So, den Tisch brauche ich zweimal. Weil irgendwo muss ich das ja auch draufstellen. Passt so schon. Fernseher nochmal runter. Ich nehme eins davon runter, damit ich den Tisch schieben kann. So, den Tisch muss ich noch um einen nach da verschieben, dann passt das. Den zwei nach hier. Ich könnte hier auch diesmal den Wandfernseher nehmen. Dann brauche ich den Tisch gar nicht erst. Ja, mit dem Fernseher würde so passen. Ja, die Kochecke habe ich eingerichtet. Ich kann hier noch ein Klo einrichten. Muss ich nur eine Trennwand machen. Erst einmal kurz den Raumteiler putzen. Einmal kurz so drehen. Ist groß genug, dass man durchpasst. So, jetzt richte ich hier doch ein Klo ein. Das wollte ich eigentlich nicht. Kriegst eine Spiegelnische. Nee, warte. Wir hatten noch ein gutes Waschbecken, was den Spiegel direkt mit beinhaltet, ne? Ich nehme das. Wo ist es? Ich könnte mir schon mal ein Bett raussuchen. Wo ist das Ding, was ich suche? Wo ist das Spiel? Ach, der Kühlstuhl. Ich nehme den und nehme die beiden anderen Stühle gleich weg. Jetzt mal im Ernst, wo ist es? Bin ich blind? Beantworte die Frage nicht. Hier ist es. Dusche, Badewanne, Toilette. Luxusbadewanne hab, mein ich. So, muss ich jetzt natürlich erstmal wieder so hinstellen, dass man auch drankommt. Das steht jetzt kurz hier drüben, weil sonst hätte das nicht funktioniert. Er kann ja direkt hier am Anfang des Raumes stehen. Das Bett kommt mal kurz vorübergehend hier hin. So, jetzt muss ich putzen. Oh, hi Yannick. Hab gerade erst bemerkt, dass du geschrieben hast vor ein paar Minuten. Man ist so drin, sehr hier drin vertieft. Da kriegt man gar nichts mehr mit. Erstmal putzen, der Putzteufel liegt wieder los. Einmal drehen.
Und jetzt tue ich das Ding hier nicht mal aus dem Weg. Das Bett. Der Staub und den Staubsauger stelle ich mal um. Warte mal. Genau, wir wegnehmen. Auch wenn man sich dann quetschen muss. Obwohl, man kann ja auch weiter rutschen. Dann können die hier von dem Sofa aus spielen. Ich packe hier noch die beiden Stühle hin. Ich diese Punktarbeit, ne? Danke. Danke, dass ich mir mein Leben schwer mache. Okay, Bad. Ich nehme die Badewanne weg, weil sonst passt das nicht. Nein, Toilette nicht, so dass jeder reingucken kann. Warte mal, ich müsste das umstellen. Eigentlich. Erstmal gucken. Ich kann auch das hier umstellen. Dann stelle ich die so, dass die genau hier steht. Mach so. Und prüf mal kurz, ob man durchkommt. Nicht ohne Quetschen. Okay, dann muss ich die kleine Waschstation nehmen. Wo habe ich es denn? Da. Muss der ohne Spiegel auskommen? Putze ich gleich. Bett steht mal so. Ich kann das hier eben kurz noch umstellen. Dann kann ich hier das nochmal teilen. Obwohl, so teilen. Perfekt. Ich könnte da noch was hinstellen, muss aber nicht sein. Da kommt der Staubsauger dann noch mit rein. So, dann kann ich ja jetzt eigentlich an das Deckenzeug gehen, ne? Beziehungsweise an das Wandzeug. Fehlt nur noch Tapete. Was nehmen wir denn für eine? Oh, eine Tropentapete. Ne, wir wollen etwas, das hier sagt, wir spielen hier gerade. Nein. Mega hässlich. Mich hat noch keiner von denen gefragt, ob die was im Stil mega hässlich haben wollen. Also fange ich noch nicht damit an. Obwohl, man hat gefragt, ob ich ein komplett pinkes Haus einrichten kann. Also doch, kommt irgendwo hin. Hab nichts gesagt. Schachbrett. Auf jeden Fall passend zum Thema. So. Teppiche. Damit kann ich die Küche wenigstens noch so ein bisschen anpassen. Nee, ich muss einen kleineren Teppich nehmen. Ich hätte keinen Teppich da drin. Holzboden, Rundmatten. Nein, kein Rundmattenzeug. Ich will, was das aneinander anschließt. Und das ist zu lang. Obwohl, kann ich es nicht so drehen. Das schließt nicht an. Nee, ist kacke. Ich will doch nur eine vernünftige Wohnung hier einrichten, Spiel. Was ist dagegen auszusetzen? Das sieht wenigstens so ein bisschen nach Teppich aus. Warum kopierst du die Mikrowelle? Ich will das kopieren. Ich muss das einer da verschieben, sonst passt das nicht.
Nein, nicht die Wand, das da. Spiel, hör auf mich zu mobben. Weiß man was, leck mich, ich nehme den großen Teppich. Habe ich einen 3x2 Teppich? Ich habe einen 5x5 Teppich. Kann ich den anständig wenigstens irgendwie machen? Nein. Ich könnte nur machen, dass er hier so anschließt. Dann wenigstens so, dass der Gangbereich so aussieht, als hätte ich mir Gedanken gemacht. Das Spiel gönnt mir aber auch keine Kreativität. Warum applaudierst du? Das sieht scheiß aus. Vor allem, weil ich hier wieder ein 3x2 brauche. Nein, keine Matten, ich will einen Teppich. Oder zumindest Fliesen. Stimmt, ich habe es gar nicht mit Fliesen in dem Raum versucht. Ich schieb dich nur beiseite. Ich will's ausprobieren. Ja, so ging es. Nein, Hässlichkeit weg da. Ich will diese Hässlichkeit einrichten. Wie nett ich dem Spiel auch gegenüber bin. Ja, jetzt hätte ich den gern kürzer. Dich brauche ich nicht mehr. Besser wird's nicht. Es wird nicht besser. Ich gehe an das Wandzeug, sonst kriege ich noch die Krätze. Okay. Eine Wanduhr. Ein Lüftungsventilator. Endlich habe ich sowas auch mal. Wieder drei Lichtschalter. Kann ich gleich kopieren. Ein Handtuchhalter. Heizung. Klimaanlage. Ein Schlüsselbrett kann vorne an die Tür. Ich brauche auch noch ein Poster von dem Kollegen Oswald. Da. Was will ich noch nutzen? Wo ist dieses komische Zeug für die Küche? Ein Flaschenwandregal und ein Hängeschrank. Okay. Zuerst mal die Uhr. Perfekt. So, hier am Bett kommt noch eine Heizung hin. Die Klimaanlage kommt generell in die Spielecke hier. So, jetzt muss ich mich nicht weiter aufregen. Dich muss ich anpassen, dass du auch wie ein Gewürzregal aussiehst. Ja, das kommt an den Eingangsbereich. Passe ich gleich noch an. Und das kommt halt hier hin. Einer hier hin. Muss gleich gucken, ob der richtig liegt. Und natürlich einer hier. Ich könnte die noch eben kurz den richtigen Style geben. Ist ein bisschen dumm, dass ich das nie vorher mache, bevor ich die kopiere. Aber jetzt ist halt zu spät. Okay, dich gibt's eh nicht in Dunkel. Das Bett muss ich noch anpassen. Stimmt. Oh, ein silberner Fernseher. Bitte sehr. Warum kann ich die Handtücher anpassen? Die kommen hier an die Wand. Und das müsste doch jetzt genau auf Höhe passen. Ja. Wo wollte ich das nochmal hinhaben?
Ich wollte das auf jeden Fall mit dich haben. Da ist schon genug. Das ist ja eine Entlüftung. Ich pack die beiden einen nach da. Na, einen nach rechts. Nicht nach unten. Das kommt auf Höhe. Ich denke, da habe ich die Trennwand ungefähr. Ja, habe ich. Habe ich die Uhr auf richtig? Ja, habe ich. Okay, dann passe ich die Schränke hier noch an. Kein Dunkel. Dann nehmen wir Weiß. Hatte keinen Bock, das jetzt nochmal da rauszusuchen. Ach, das Ding kann ich auch noch anpassen. Aber nur die Rotorenblätter. Ja komm, damit es ein bisschen toller... ein bisschen besser aussieht. So, eine Abzugshaube brauche ich. Einen Ventilator, der kommt da in die Ecke. Marokkolampe kriegst du. Und ansonsten brauche ich eigentlich nichts davon. Abends sogar in der richtigen Farbe. So, das kommt hier drüber. Hier ist die Kochecke. Perfekt. Eine Lampe hierhin. Eine dahin. Und eine hier rein. Fertig. Ah ne, warte, das Poster fehlt noch. Das habe ich noch nicht an seinen Ort der Bestimmung hingepackt. Wo ist das überhaupt? Wo ist das Poster? Das hat sich hinter dem Kühlschrank versteckt. So, er selbst wacht über sich im Schlaf. So, Wohnung ist fertig, der Herr. Ach nee, warte, ich habe das Bett noch nicht angepasst. Entschuldigung. Nie kriegt man die Farbe, die man haben will. Ich fange jetzt nicht an, eigene Designs zu basteln, nur damit die hier die Tapeten bzw. Decke haben, die sie haben wollen. Du kriegst eine rote Decke. Fertig. Die Mikrowelle habe ich auch noch nicht angepasst. Genauso den Mixer. Du machst einen grünen Smoothie. Ich habe die ganze Kochecke noch nicht angepasst. Kann doch nicht wahr sein. Den Staubsauger kann ich natürlich auch noch anpassen. War ja klar. So, jetzt haben wir aber wirklich alles, oder? Kriegst ein Burgpuzzle. Grün. Und ein Strategiespiel. Welche Instant-Nudeln können wir dir denn geben? Tom Yang Gung. Du kriegst Miso. Ich muss die Bank nochmal überarbeiten. Kacke. Weg, weg, weg. So, jetzt bin ich fertig. Deine Bude ist fertig. Ich habe bis jetzt nur zwei Häuser geschafft. Dafür gab es aber auch einen Unterricht. Und das alles nur, weil mein... Ich krieg Deutsch irgendwann hin. Weil mein Programm runden gespackt hat. Nimm die scheiß Schrift weg. Danke. Doch, ich hab mein Leben hinbekommen.
Es glänzt alles, es ist wunderschön eingerichtet, der Raumteile sieht da an der Stelle scheiße aus. Ist das Risiko oder welches Spiel ist das? Er freut sich. Yay! Ich hoffe, den Zuschauern gefällt die Bude auch. Weil ich glaube, ich schaffe maximal nur noch eine kleine. Um 22 Uhr wollte ich hier eigentlich Feierabend machen. Kann auch sein, dass ich heute wirklich nur die 2 geschafft habe dann. Junge, wie lange habe ich denn an der ersten gebraucht? Weil das hatte ich in 20 Minuten jetzt fertig. Ich habe so lange gebraucht, um ein Klo einzurichten. Oh Gott. Ey, ich will mindestens 3 Häuser an einem Tag machen. Komm, irgendwas Cooles, was schnell geht. Garten, Ballroll-Event, nein. Turnen, Schminkkurs und du wurdest edel. Edel kriege ich nicht geschissen. Da müsste ich zu viel draußen machen. Ich kann mit dem einen heute nichts anfangen. Wir bleiben heute bei 2 Häusern, weil das würde jetzt auch zu lange dauern, noch ein Haus zu machen. Ich habe bei dem ersten Haus einfach viel zu lange gebraucht. Aber dafür kann sich das erste auch wirklich sehen lassen. Weil da habe ich separat eine Küche, ein richtig geiles Badezimmer und auch restliches richtig gut eingerichtet. Warte mal, das muss ich unten machen, mich umziehen, ne? Dass ich sage, ich bin für heute fertig. Ist ein bisschen schade, dass ich heute nicht so viel hinbekommen habe. Ich bin fertig. Reden wir über Einrichtungen? Nein. Oh, nein, 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 nein. Nicht die Schule. Ich will die nicht bearbeiten. Die ist perfekt. Die könnte ich auch nochmal zeigen, ne? Ich mach Pause. Hallo, ich würde gern für heute Feierabend machen. Mann! Oder muss ich mich jetzt extra oben umziehen? Spiel, ich will für heute nur Schluss machen. Nein, ich will nicht die Uniform ändern. Okay, dann müssen wir halt so beenden. Ich habe nur kein eigenes Namensschild an dem Spind. Ja, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ihr seht, ich bin richtig aufgeregt auf den nächsten Stream nächste Woche. Ich versuche dann auch ein bisschen mehr hinzukriegen, weil heute irgendwie so ein bisschen enttäuschend, dass ich so lange gebraucht habe. Aber ich hoffe, dass trotzdem jeder Spaß an dem Stream hatte, dass ich keinen verärgert habe mit dem, was ich gebaut habe, weil er sich gedacht hat, Mann, was baut der da für eine Mist? Ja, kann ja sein, dass sich das einer denkt. Und wir sehen uns dann jetzt wirklich beim nächsten Mal wieder. Ich würde euch ja weiterleiten, ihr auf Twitch, aber es ist keiner meiner Kollegen mehr on. Also, tschüss.